Verstehen, versuchen, vereinbaren, vergessen, verändern, verursachen. Fällt es dir schwer, diese Wörter richtig auszusprechen und überhaupt zu wissen, wie man sie eigentlich auf Deutsch ausspricht? Ich erkläre sie dir heute, ich spreche sie dir vor. Wir üben diese einzelnen Wörter und dann später natürlich auch Sätze, damit du diese Wörter auch in Sätzen anwenden kannst. Ganz kurz und ganz knackig. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst, denn hier üben wir gemeinsam die deutsche Aussprache, das fließende Sprechen, du erweiterst deinen Wortschatz und du lernst auch sicherer Deutsch zu sprechen. Da es heute ein Deutsch-Quickie ist, wird das ganz, ganz schnell gehen. Wenn es dir zu schnell geht, dann drücke auf Pause und sprich die Wörter bzw. Sätze nach. Die Vorsilbe V-E-R sprechen wir so aus. Fair. Fair. Das bedeutet, am Ende sprechen wir ein vokalisiertes R aus. Wir sagen nicht fair mit dem Zungenspitzen R, sondern fair. Probier das mal aus. Am Ende sollte deine Zungenspitze hinter den unteren Schneidezähnen liegen. Fair. Fair. Und wir sagen nicht fair, fair, sondern fair. Fair. Also ganz schnell. Stell dir bei fair ein F vor. Wind, der ganz stark weht. Und dann ein R. R. Stell dir vor, eine Frau würde auf einen Mann zeigen und sagen R. R. So sprechen wir das fair aus. Die Vorsilbe. Fair. Fair. Fair, 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 fair. Sehen wir uns das Wort verstehen an. Hier sagen wir verstehen. Verstehen. Also schnell ver. Verstehen. Das EH ist lang. Stehen. Verstehen. Das nächste Wort. Verbessern. Verbessern. Hier haben wir ver, ver, ver. Be, be, be. San, san, san. Dieses ERN sprechen wir wie san aus. Hier ist nämlich auch ein vokalisiertes R. Dieses ER. An. Verbessern. Versuchen. Ver, ver, versuchen. Das U ist lang. Versuchen. Vergessen. Vergessen. Ge, ge. Ver, ver, vergessen. Im nächsten Wort folgt auf die Vorsilbe ver ein Vokal, besser gesagt ein Diphthong. Ei, ei. Das ist in der Phonetik wie ein AI, aber kurz. Ei, ei. Vereinbaren. Wir sagen nicht Verein, Verein, wir verbinden das nicht, sondern wir haben hier einen Vokaleinsatz. Vereinbaren. Ver, 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 verein. Vereinbaren. Ver, ver, en, en, dann, dann. Verändern, verändern. Auch in diesem Wort haben wir wieder einen Vokaleinsatz. N, N. Wir sagen nicht hen, 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 sondern verändern. Auch in dem Wort verursachen kommt ein Vokaleinsatz. Ver, ver. Ur, ur. Und wir sagen nicht ur, ur, sondern ur, ur mit dem vokalisierten R. Verur, verursach, verursachen. Auch in Adjektiven, Partizipien kommt ver vor als Vorsilbe, zum Beispiel in verabredet. Hier sagen wir ver, ver, verab mit dem Vokaleinsatz verabre, verabredet. Verschieden. Verschieden. Ver, verschieden.
Genauso müssen wir diese Vorsilbe in Nomen aussprechen, zum Beispiel in dem Wort Verantwortung. Hier sagen wir nicht Verantwortung, wir sagen Verantwortung. Verantwortung. Bleib jetzt unbedingt noch dran, denn jetzt üben wir die Vorsilbe ver in Sätzen. Ich habe dich nicht verstanden. Ich möchte mich in Deutsch verbessern. Das habe ich schon versucht. Das habe ich total vergessen. Wir haben das so vereinbart. Er hat sich verändert. Das hat ein großes Chaos verursacht. Wir waren verabredet. Die beiden sind so verschieden. Ich trage die volle Verantwortung. Wenn du das jetzt eher umgangssprachlich trainieren möchtest, kannst du das mit fa üben. Nicht fair, sondern fa, fa. Fair, fa. Verantwortung, Verantwortung. Hat dir diese kleine Sprechübungseinheit gefallen? Wünschst du dir mehr davon? Wenn ja, schreibe mir das gerne in die Kommentare und auch, welche Sprechübungseinheiten du dir wünschst. Abonniere sehr gerne meinen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst und teile es sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, wenn es dir gefallen hat. Denn so erreichen wir gemeinsam noch viel, viel mehr Deutschlerner. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dahin, bleib gesund und denk immer daran, dass du wertvoll bist und dass die Welt dich braucht. Ganz liebe Grüße.